Ich spreche mich nicht gegen diese Gefühle aus. Es gibt auch Menschen, die zum Glauben gelangt sind und von neuem geboren wurden, die nach wie vor andere Begierden haben, wie auch vor der Neugeburt. Aber es ist die Frage, lebe ich das aus, was Gott hasst? Gott hasst die Sünde, aber liebt den Sünder. Das heißt, er liebt den Menschen an sich, aber die Sünde, die er praktiziert, verabscheut er. Der Römerbrief spricht ganz klar davon, dass obwohl die Menschen Gott erkannten, ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt haben, sondern in ihren Gedanken im nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Ja, und dann lesen wir auch davon, dass Gott sie dahingegeben hat in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Das heißt, er lässt den Menschen laufen, er gibt ihn dahin, den Gottlosen. Was aber nicht bedeutet, dass er will, dass er verloren geht. Denn es steht ganz klar geschrieben, dass Gott möchte und will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Raum zur Buße haben. Nur ist es eben so, dass der Mensch eben, wie wir gelesen haben, nichts von Gott wissen will. Ja, und deswegen kann ich mich von diesen Aussagen nur distanzieren. Ich verabscheue diese Menschen nicht. Aber diese Sünde, die sie praktizieren, muss ich als Christ eben verabscheuen. Ja, muss mich muss es hassen und ich hasse auch das Böse von mir aus, nicht weil man mich dazu zwingt. Also falls du homosexuell sein solltest, dann sage ich dir ganz klar, das möchte Gott nicht, dass du diese Sünde auslebst und praktizierst. Ja. Aber er liebt dich und zwar so sehr, dass er auch für dich seinen einzigen Sohn gab. Auch für dich gibt es noch Chance zur Errettung, zur Buße. Ja? Naja, ich bin nicht direkt homosexuell. Ich stehe ja noch nach wie vor auf Frauen, aber halt nicht nur. Ja, okay. Nennt sich bisexuell. Nein, nein, Ja. bisexuell ist, jetzt muss ich unterbrechen. Eigentlich wollte ich das nicht sagen, aber okay. Bisexuell ist, wenn du auf Männlein und Weiblein stehst. Ich aber hingegen bin pansexuell. Ach so, okay. Ich kenne das, ja. Du kennst das. Ich kenne das, die Definition auch. Es ist sehr egal, wie die sich identifizieren, alle Geschlechter. Richtig. Quasi ist dir komplett das Geschlecht egal. Du verliebst dich in den Menschen, nicht in das Geschlecht. Ja, ich kenne das sehr. Ich kenne auch welche Prominente, die jetzt sind. Aber auf jeden Fall. Ah, kenne ich nicht so. Doch, Miley Cyrus zum Beispiel, die ist ja pansexuell. Okay, da legst du was auf, was ich bis gerade nicht wusste, muss ich ehrlich sagen. Ich wusste, dass, ich weiß nicht, ob du dich damit auch auskennst, AfD, die Weigel, die, wie heißt sie mit Vornamen, die Frau Weigelt. Alles weiter. Ja, die ist ja auch lesbisch zum Beispiel. Ja. Ja, also ich kenne nur sie jetzt, was das angeht. So höhere Prominente weiß ich nicht. Kenne ich mich Ach null aus. so, okay. Da braucht man sich jetzt auch nicht so stark beschäftigen, ist ja Nee, nicht, nee. jetzt kein Lebenssinn. War Aber auf jeden eigentlich eher Fall. nur darauf hinbezogen, weil du ja gerade gesagt hast, bisexuell. Ach so, ja, ist ja kein Problem. Ist ja Wir kein haben Problem. tatsächlich auch Hast eine du Schwester, verstanden, was die Stunde dabei gesagt eben. hat? Wir haben tatsächlich auch eine Schwester, die eben vor ihrer Neugeburt, vor ihrer Wiedergeburt, vor ihrer Bekehrung zum Herrn Jesus eben diese Sünden oder diese Sünde praktiziert hat. Sie hat ihre Lust auch so ausgelebt, ja. Aber jetzt in Christus, in dieser neuen Schöpfung, möchte sie diese Sünde nicht mehr tun und sie ist auch bisher, so habe ich sie auch kennengelernt, sie streitet dagegen. Also sie möchte ihre Gefühle unterdrücken. Sie lebt es
auch nicht mehr aus. Es ist nicht mehr so, dass sie es auslebt, aber sie hat nach wie vor, natürlich fühlt sie sich nach wie vor irgendwo zu Frauen hingezogen. Nur mit dem Unterschied, dass sie jetzt in Christus die Fähigkeit bekommen hat, dadurch, dass sie unter der Gnade Gottes steht und eine neue Schöpfung in Christus ist, zu dieser Sünde Nein zu sagen, genauso wie auch zu allen anderen. Ja, und es ist eine Herzensgesinnung. Möchte ich geheilt werden vom Herrn Jesus, dann sagt der Herr Jesus auch ganz klar: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Herr Jesus ist nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken, für die Schwachen und für die Sünder. Nicht für die Gerechten, nicht für die, welche sich selbst für gerecht halten, sondern die selbst bekennen und demütig sind und sagen: Herr, sei mir Sünder gnädig. Ja, es gibt da eine Geschichte mit einem Pharisäer, der hat auf andere Menschen herabgesehen, in Kurzversion jetzt, und hat gesagt: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Zöllner und Sünder. Und dann gab es einen weiteren Menschen, von dem der Herr Jesus sprach, der schaute nicht mal zum Himmel empor, weil er sich sehr demütigte vor dem Angesicht Gottes und sich schämte, weil er ein Sünder ist, und sagte: Herr, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und der Herr Jesus fragt: Was denkt ihr, wer von beiden ist gerechtfertigt worden? Wer von beiden? Ein Und der sehr Herr guter. Jesus sagt: Der Herr Jesus sagt, es ist recht, genau, in meinen Worten jetzt. Es ist der, der sich selbst erniedrigt hat, er, der bekannt hat: Herr, ich bin verloren ohne dich. Er, der sich gedemütigt hat. Und deswegen, in dieser Demut, liegt die Weisheit, das Geheimnis der Erhöhung. Das sehen wir in Christus, Philipper 2. Denn er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an und wurde den Menschen gleich. Der Herr Jesus verließ Gott selbst, Gott der Sohn, verließ seinen Thron für uns Menschen. Nach Philipper 2, Vers 6 bis 9. Gott verlässt seinen Thron für uns. Wir sind geachtet wie Tropfen am Eimer, sagt die Schrift. Wir sind nichts. Und wir werden auch wieder zu Staub werden. Vom Staub bist du genommen und zum Staub der Erde wirst du zurückkehren. Und dennoch erniedrigt sich Gott so sehr, dass er Mensch wird und für uns anstelle den Sündern stirbt. Gott hätte auch sagen können: Ich bleibe auf meinem Thron sitzen. Diesen Anspruch hätte er. Er ist Gott, er ist gerecht, er ist der Schöpfer. Sagt denn auch der Ton zu seinem Schöpfer: Warum hast du mich so gemacht? Steht ebenfalls geschrieben. Ja, also Gott kann tun, was er will, was er will. Aber hierin liegt die ganze Stärke, in der Erniedrigung. Denn wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Und wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Das, diese Erhöhung, diese Selbsterhöhung ist teuflisch, irdisch und weltlich. Der Satan hatte genau diese Gesinnung und das brachte ihn zu Fall. Deswegen sagt das Buch der Sprüche: Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut vor dem Fall. Es sind Eigenschaften des Teufels. Ja, ganz klar. Und wenn wir zum Beispiel andere sogenannten Götter vergleichen mit unserem Herrn und Gott, dann ist es etwas Einzigartiges, was wir im Evangelium finden. Gott wird Mensch und stirbt für uns. Das heißt, er tut etwas für uns. Er verlangt nicht nur, wie es andere Religionen tun. In allen Religionen heißt es immer: du musst dies und du musst jenes. Aber keiner ihrer Götter oder sogenannten Götter hat etwas für sie getan. Im Evangelium ist es so: Der Held stirbt für die Schurken. Das ist mein Superheld, der Herr Jesus. Er ist der wahre Superheld, nämlich weil er als Held für die Schurken sein Leben gab, starb. Das ist wahre Stärke. Und das ist die Gesinnung Gottes. Und das ist die Liebe Gottes. Und auch der Herr Jesus ruft auch dich. Er sagt: Siehe, ich stehe vor der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, so will ich und mir die Tür öffnet, so will ich eingehen und Wohnung bei ihm nehmen.
Ja, also Amen. der Herr Jesus ruft dich aus dieser Welt heraus, dass du selbst zu Ekklesia gehörst, zur Gemeinde des lebendigen Gottes. Denn Ekklesia bedeutet die Herausgerufene. Gott ruft dich raus aus Babylon, Offenbarung 18,4. Ja, und dass du eben neues Leben bekommen kannst, ewiges Leben vor allem. Und es ist eben, wie gesagt, eine Herzenssache. Es zwingt niemanden. Ja, das können wir auch nicht. Gott lässt den Menschen freien Lauf, aber in seiner Gnade zieht er den Sünder zu sich. Johannes 6,44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn mein Vater zu mir zieht. Der Vater zieht den Sünder, der Sohn sucht den Sünder und der Heilige Geist überführt von Sünde. Und es liegt einzig und allein an dir, meine Liebe, ob du diesem Ruf Gehör schenken möchtest oder nicht. Aber es kann niemand sterben und vor Gottes Angesicht erscheinen. Vor dem großen weißen Thron, Offenbarung Kapitel 20. Und sagen, Gott, du hast mich nicht geliebt. Denn die Schrift lehrt ganz klar, Psalm 69, Herr, Herr, sagt der David, der zweite König von Israel, circa 1000 Jahre vor Christus. Da spricht er von dem sogenannten Buch des Lebens. Jeder Mensch ist im Buch des Lebens eingeschrieben, von Geburt an. David sagt im Psalm 69, 29, Tilge sie aus dem Buch des Lebens, sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Der Sünder kann noch nicht einmal vor Gottes Angesicht sagen, Gott, du hast mich nicht geliebt oder gerufen, sondern Gott kann ihm entgegnen und ihm zeigen, schau mal, dein Name stand einst im Buch des Lebens. Aber er wurde gestrichen. Offenbarung 20 sehen wir. Und wer nicht gefunden wurde im Buch des Lebens geschrieben, der wurde in den Feuersee geworfen. Entweder begegnet dir der Herr Jesus als dein Richter oder als dein Retter. Begegnet er dir nicht als deinen Retter, dann wird er dir als Richter begegnen. Und begegnet er dir nicht als Richter, dann wird er dir als deinen Erlöser und Erretter erscheinen. Es liegt allein an Amen. dir. Das kann ich dir nur sagen. Und eben, die Brüder machen hier auch gute Arbeit. Sie haben ja, ich bin gerade dazugekommen, habe ein bisschen hier mitbekommen. Deswegen sage ich das noch nicht mal notwendig, dass ich hochkomme. Die machen wirklich hervorragende Arbeit. Aber ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Weißt du, der Apostel Paulus hatte selbst diesen Kampf gegen sein Fleisch. Er spricht in Römer 7 davon, denn das, was ich nicht will, denn das, was ich will, das tue ich nicht, sondern das, was ich nicht will, das tue ich. Der Geist streitet gegen das Fleisch. Und zwar immer, ein Leben lang haben wir diesen Kampf gegen die Sünde. Der Römerbrief ruft uns dazu auf, in Heiligung zu leben. Wir sind zwar nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade, aber unter der Gnade zu sein bedeutet nicht, die Sünde oder die Gnade zum Vorwand des Fleisches zu machen. Ja? Aber wir können als Christen zurückfallen in Sünde. Wir können sogar zurückfallen in die Welt. Aber die Schrift lehrt ganz klar im Brief, im ersten Johannesbrief. Denn was aus Gott geboren ist, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir Christen können nicht mehr unser Heil verlieren. Wir können nicht mehr unser Heil verlieren, wohl aber können wir wieder in Sünde fallen. Es ist ein Unterschied. Stellung und Wandel. Von der Stellung her bin ich gesegnet mit allem geistlichen Segen in Christus. Mit allem geistlichen Segen.
Ich bin von neuem geboren, ich bin ein Kind Gottes geworden, ich bin zur Sohnschaft berufen worden, ich wurde geheiligt, der Herr Jesus hat mir seine Gerechtigkeit überschrieben. Wenn uns Gott heute sieht, dann sieht er uns nicht mehr als Sünder an, uns Wiedergeborene, sondern er sieht Christus in uns. Das sind alle und nicht alle, nicht alle. Die Liste ist noch weitaus größer. Ja? Alle Segnungen empfangen wir im Herrn Jesus durch die Wiedergeburt. Das bezieht sich auf die Stellung, nicht aber auf den Wandel. Ja? Und Heißt ja eigentlich so viel, dass ihr oder das Gläubige dann die Reinkarnation von Jesus, also von Gottes Sohn sind, oder? Wenn du sagst, dass Gott Jesus in einem sieht, ist das doch dann eigentlich so, dass ihr die Reinkarnation von Jesus seid? Also zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass der Teufel den Herrn Jesus kopiert. Es gibt ja auch noch einen Widersacher Gottes. Ich möchte dir gerne auf diese Frage antworten. Allerdings muss ich das im Kontext dir erzählen, dass du es vielleicht besser nachvollziehen kannst. Der Stunde der Wahrheit Ja. muss Ja, ich bitte. einmal ganz kurz unterbrechen, ja? Ja. Man kann dir wirklich ohne Witz so stundenlang zuhören. Du müsstest mal, aber ist deine Entscheidung. Mach mal so ein YouTube-Kanal auf, weißt du? Ja. Ja, und dann mach mal so so ja, Videos wie Bible Teaching, weißt du? Dann könntest du so wirklich 20, 30 Minuten lang über so ein Thema reden. Das wäre eigentlich gut. Das würde ich dir empfehlen. Das kannst du sehr gut, weißt Alle Ehre dem Herrn, Bruder. Ich finde, dass du auch super Arbeit leistest. Gestattest du mir, lieber Bruder, das eben hier zu Ende zu bringen, nur diesen Satz? Ja. Danke. Also es gibt noch einen Widersacher Gottes und das ist der Teufel, ganz klar. Satan, Drache, alte Schlange, Luzifer. Er hat viele Namen, denn er hat auch viele Eigenschaften. Und jeder einzelne Name hat eine andere Bedeutung. Ja, es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, warum er mal Drache genannt wird, warum mal Schlange und so weiter. Fakt ist aber der, er kopiert den Herrn Gott. Ja, ganz klar, in allem. Er äfft ihn nach. Ja, und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass es Begrifflichkeiten wie Wiedergeburt und Selbsterleuchtung im Buddhismus gibt. Erleuchtung und Wiedergeburt gibt es in der Schrift auch. Johannes 1, Vers 9 spricht von Erleuchtung und Johannes Kapitel 3 von Wiedergeburt. Es werden Begriffe kopiert, aber sie werden missbraucht. Und das ist das Ziel des Teufels, um von der Wahrheit wegzuführen. Wir Christen glauben nicht an Reinkarnation. Reinkarnation ist buddhistisch und unbiblisch. Wir sehen in 1. Mose Kapitel 3, die erste Lüge der Schlange war, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, und euch werden die Augen aufgetan. Dieses Augen aufgetan werden. Das ist diese Selbsterleuchtung im Buddhismus zum Beispiel. Ja? Und Baum der Erkenntnis, weißt du eigentlich, Buddha zum Beispiel hat ja seine Selbsterleuchtung bekommen unter dem Baum der Erkenntnis. Kannst du nachlesen. Und deswegen sehen wir auch auf diesen Buddha-Statuen diese Negerschlange, also Nagan-Schlange, wie die sich nennt. Ja, das siehst du über viele buddhistische Statuen noch die Schlange oben drüber. Wir wissen aber anhand der Schrift, da wird der Satan entlarvt. Er wird entlarvt. Als Bibelkenner oder als Bibelleser weißt du mehr und kannst es geistlich beurteilen. Die Welt erkennt es nicht. Man muss dazu eben das Wort Gottes kennen und wirklich tiefgründig auch angenommen haben im Glauben, ja, und dann schenkt der Herr Erkenntnis. Und es ist ganz klar, wir glauben nicht an Reinkarnation. Wenn wir von Wiedergeburt sprechen, dann meinen wir nicht, dass wir reinkarniert werden in ein Tier oder in ein anderes Lebewesen oder vielleicht noch mal als neuen Menschen auf die Welt kommen. Nein, das lehrt die Schrift ganz klar nicht. Die Schrift lehrt ganz klar, dass wer nicht mit Christus stirbt, der wer nicht
Jesus Christus angenommen hat als seinen Herrn und Gott persönlichen Erretter, der wird in das Totenreich kommen als Ungläubiger, Lukas 16. Ja? Aber das Totenreich ist doch eigentlich eher so der, also wurde mir damals erklärt, ich kann auch falsch liegen, der Zwischenort zwischen Himmel und Hölle. Totenreich meint tatsächlich im Griechischen Sheol oder Hades. Es meint ein und dasselbe. Das eine ist Griechisch, Sheol, und Hades ist Hebräisch. Oder umgekehrt, umgekehrt. Ja. Und es meint Totenreich, es ist der Vorort der Hölle. Denn wir lesen im Buch der Offenbarung in Kapitel 20, dass die Ungläubigen nach den 1000 Jahren, das heißt nach der 1000-jährigen Friedensherrschaft des Messias auf Erden, dann wird es zum großen Endgericht kommen vor dem großen weißen Thron, und zwar für die Ungläubigen. Christen werden vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, lesen wir im Römerbrief und im Korintherbrief, aber nicht vor dem großen weißen Thron, vor dem werden nur Ungläubige treten. Und sie werden eben nach ihren Werken gerichtet werden. Und wir wissen anhand der Schrift, wer nach Werken gerichtet wird, der wird auf ewig verloren gehen, denn kein Mensch wird durch Werke des Gesetzes gerecht vor ihm, denn alle Menschen haben gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt, die sie eigentlich bei Gott haben sollten. Und deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Herr Jesus, die erste Prophetie in 1. Mose 3 wurde gegeben. Jetzt passt gut auf, es wurde gesagt zu der Frau, und dein Same, der Nachkomme der Frau, wird dir, der Schlange, es spricht zum Teufel, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Herr Jesus wurde am Kreuz in die Ferse durchstochen. Ja, das ist schon mal Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 sehen wir ganz klar in 1. Mose 3, dass die Frau Nachkommen hat und dass der Erlöser Messias daraus kommen wird. Aber der Teufel hat auch Nachkommen, auch Kinder. Deswegen nennt der Herr Jesus alle Ungehorsamen, die nicht an ihn glaubten zu seiner Zeit, ihr habt den Teufel zum Vater. Das bedeutet, es gibt Kinder Gottes auf dieser Welt und es gibt Kinder des Teufels, ganz klar. Sie sind unter seiner Herrschaft, denn die Schrift lehrt ganz klar, dass Satan diesen Luftbereich beherrscht. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel mit ihm. Ja, und deshalb ist es von äußerster Wichtigkeit, dass wir von Neuem geboren werden, um der Herrschaft der Finsternis entrissen zu werden und in den Herrschaftsbereich Gottes, in den Himmel versetzt zu werden. Die Schrift lehrt, dass Wiedergeborene in den Himmel versetzt wurden, und zwar jetzt schon. Das spricht übrigens auch von der ewigen Erlösung eines Wiedergeborenen. Und deshalb, ja, ich kann dir nur sagen, wenn du dich damit beschäftigst und das mal tiefgründiger betrachtest, das würde jetzt, wie gesagt, komplett den Rahmen sprengen. Ich will mich auch kurz halten, aber es ist immer wichtig, auch die Schrift im Kontext zu lesen und zu betrachten. Denn dadurch entstehen die meisten Irrlehren heute. Menschen, die meinen, man müsse den Sabbat halten, man müsse sich beschneiden lassen. Hier sind wieder die Werke des Gesetzes. Hier werden wir wieder religiös. Und deswegen stehen wir dann auch ganz klar nach Galater 1,8 unter dem Fluch. Und selbst solche, die so etwas lehren, nämlich Glaube plus Werke, das ist Religion. Das ist ein verfluchtes und verfälschtes Evangelium. Denn unser Herr Gott sagt, dass der Mensch sich den Himmel nicht verdienen kann, auf dass er sich selbst nicht rühmen kann vor Gott und sagen kann, ich habe es selbst in den Himmel geschafft. Nein, Gott ist immer noch heilig und gerecht. Und er hasst die Sünde und verurteilt sie. Und deshalb ist es enorm wichtig, dass wir vom Neuen geboren werden, dass wir aus dieser Finsternis, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind und aus dieser Welt, sondern dass wir Himmelsbürger werden, dass wir nicht mehr von dieser Welt sind. Wie der Herr Jesus selbst sagte, ich bin nicht von dieser Welt. Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Das will der Herr, dass es mit uns passiert, dass auch wir Himmelsbürger werden und nicht mehr von dieser Welt sind und nicht mehr aus dieser Welt, sondern dass wir eben Kinder Gottes werden. Johannes Kapitel 1, Vers 12. Jeder, der den Herrn Jesus im Glauben aufnimmt, denen gab er das Anrecht, Kind Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.
Ja. Amen. Amen. Hexenkönig, hast du eigentlich Fragen dazu? Hast du das eigentlich verstanden? Weil es ist ja ein bisschen langer Text für dich ja gewesen. Es Ist ja ist, ein bisschen neu ich für dich, versuche nehme ich das jetzt an. gerade ein bisschen zu verarbeiten. So mal ihr den Teufel Satan für eine Person, nee, nicht Teufel Satan, Luzifer und Teufel und Satan ja für euch eine Person ist. Für mich sind das aber zwei Personen. Einmal der Teufel an sich eben, der die Hölle regiert, wie ihr das so schön sagt, und einmal Luzifer, der früher ja eigentlich Engel des Lichtes war, der aus dem Himmel ver nicht geworfen, doch vom Himmel geworfen wurden in die Hölle, weil er der Menschheit geheimes Wissen beigebracht hat. Dadurch wurde er zum Prinzen der Hölle zusammen mit drei anderen Dämonen. Also, ich verstehe gerade nicht, wie ihr darauf kommt, dass der Teufel und Luzifer ein und dieselbe Person ist. Die Schrift Also. sagt und lehrt uns, dass bevor, also wir lesen ja, wenn wir die Bibel aufschlagen, gelangen wir ja dann irgendwann zu 1. Mose 3. So. Und da sehen wir den Teufel in Form der Schlange. Das ist das erste Medium des Teufels übrigens. Ja. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass die Schlange sprechen konnte und sogar gehen konnte, denn der Herr sagt zu ihr, dadurch, dass sie eben die Menschen verführt hat, eben die Schlange, und gelogen hat und eben die Menschen zum Abfall verführt hat und zur Sünde, hat Gott diese Schlange verflucht und hat gesagt, auf deinem Bauche sollst du kriechen. Und die sogenannten Boas- und Python-Schlangen, so nennen die sich, weisen Hinterbeinknochen auf. Boas- und Python-Schlangen, die weisen Hinterbeinknochen auf. Was Da muss ich bedeutet? dich enttäuschen, weil ich bin ein Schlangenhalter und Ja. die weisen das nicht auf. Das ist Okay. reine Was hast du denn? Lüge, da sie nicht wirklich einen Wirbel haben. Okay. Schau mal, was ich auf jeden Fall, ich möchte das hier gar nicht zur Debatte bringen, jetzt wegen den Schlangen, kann sein, dass du da ein bisschen mehr Ahnung hast, aber jeder von euch und auch jeder, der hier zuhört, der möchte einmal bitte in Google eingeben, Python-Schlangen, Hinterbeinknochen. Und dann werdet ihr sehen, zum Beispiel im Wikipedia, hier steht, habe ich gerade vor mir, die Boas sind eine Familie der Schlangen. Zu dieser Familie gehören die weltweit größten Schlangen und so weiter. Und dann lesen wir hier gerade auch im Wikipedia, dass sie Hinterbeinknochen aufweisen. Aber so viel dazu, ist egal. Ich möchte mich darüber gar nicht mit dir streiten. Ja, nee, ist auch schon. Ich kann dir nur Ja. das sagen, was eben ich Es habe. geht eben um den Fakt. Ganz kurz bitte, es geht nur eben um den Fakt, dass die Schlange eben, wir lesen die Bibel, schlagen sie auf und sehen den Teufel in Form der Schlange, das erste Medium des Teufels. Aber Richtig. bevor der Teufel zur Schlange wurde, und das vergessen viele, war er im Himmel ein Engel, nämlich ein schirmender Cherub. Hesekiel 38 zum Beispiel steht es geschrieben, dass Aber er ein Engel Gottes, ein mächtiges Engelwesen war vor dem Throne Gottes und Autorität auch hatte. Also es war ein sehr mächtiger Engelwesen. So. Und dadurch, dass er stolz und hochmütig wurde, ist er ja dann auf die Erde geworfen worden. Und dadurch sehen wir ihn dann in 1. Mose 3 in Form der Schlange. Aber davor war er ein Engel. Es ist ein und dieselbe Person. Das lehrt die Schrift ganz klar. Dann spielt das aber vor Luzifers Zeit, weil Luzifer bedeutet Lichtbringer. Und er Genau, hat also den bevor Menschen. er die Schlange war, war er Luzifer und wurde auch so genannt. Nein, Luzifer ist. Luzifer ist Prinz der Hölle. Der Teufel ist die Hölle quasi. Darf ich dir kurz was Luzifer. sagen dazu? Jesaja 14, Vers 12 sagt doch ganz klar: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Luzifer? Luzifer, lateinisch Glanzstern, steht hier. Jesaja 14, 12 steht ganz klar: Du Glanzstern. Und in der lateinischen Bibel wird es übersetzt mit Luzifer. Also ganz klar, davor war er Luzifer, Glanzstern. Aber dann nach seinem Fall war er die Schlange. Das lehrt die Schrift. Ja, das kann. Ich will dich auch nicht angreifen oder so. Nee, tust du nicht. Nein, das Alles mag für gut. dich ja auch alles Sinn ergeben. Nur,
Ja. Ist halt für mich eher der Fakt, dass der Teufel, es ist jetzt dahingestellt, ob Gott Teufel existiert oder nicht, aber der Teufel schon ewig existiert hat in der Hölle und Luzifer, nur weil er eben, wie du sagst, Hochmut hatte und sich gegen Gott aufgelehnt hat und einen Krieg anzetteln wollte, wurde er mit anderen Engeln zusammen vom Himmel verbannt und in die Hölle geworfen. So bildete sich aus Luzifer Prinz der Hölle mit drei anderen Erzdämonen wie Belial, Belzebub, und ich komme gerade nicht auf den anderen Namen. Auf jeden Fall gibt es da noch einen, der, das sind dann die vier Prinz, Kronprinzen der Hölle. So heißt es. Okay, und wo steht das jetzt in der Bibel, was du gerade behauptet hast, dass der Satan in die Hölle geworfen wurde? Weil meine Bibel sagt mir in Luzifer. Offenbarung Kapitel 20, dass der Satan erst nach den 1000 Jahren Friedensherrschaft hier auf Erden, erst nach den 1000 Jahren wird er in den Feuersee geworfen werden. Offenbarung Kapitel 20, kann ich dir vorlesen. Also ich Na, möchte dich bitten, wenn du so nett wärst, mir einmal die Bibelstelle zu nennen, damit ich sie nachvollziehen kann. Und dann werde ich auch das nochmal bedenken, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber ich bitte dich, da es uns sehr wichtig ist, allein die Schrift. Für uns zählt allein die Schrift, nur die Bibel, die richtig. 66 Bücher, 39 im Alten und 27 im Neuen. Allein die Schrift, bitte. Richtig, für euch zählt die Schrift, für Ja. mich zählt halt meine Recherchen und Interessen. Deswegen Siehste, weiß ich das so siehste, genau. Aber ich kann dir das siehste. gerne, wenn du willst, ich kann das schnell mal raussuchen, wenn es auf die Schnelle Ja, bringt. Shalom. Der Friede und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Hallo Ja, zusammen. danke mit Hallo. dir auch. Dann lass mich das schnell mal suchen. Ganz Das kurz. steht wahrscheinlich gar nicht so in deiner Bibel oder in eurer Bibel. Warte Siehste? ganz kurz, wolltest du auch was sagen? Ja, ich wollte aber nur ganz kurz sagen, Bruder Danny, ich feiere deine Streams, deine Videos voll mit Reza und Amir. Also ich. Das ist wirklich wie eine Morning Show geworden, dass man sich die jeden Morgen anhört. Und ja, möge Gott dein Werk segnen, was du tust, um das Evangelium weiter zu verbreiten. Also ich finde ehrlich, deine Streams in Kombination mit Reza und Amir, das ist wirklich sehr, sehr spannend zuzuhören und tut auch wirklich einem gut, dass man nicht vom Glauben abfällt. Also ehrlich, Props an dich. Alle Ehre den Herrn, ne? Ich habe keine Ehre. Stimmt, Gib die Ehre. alle Gib die Ehre den Ehre Herrn. lieber, ja, gib die Ehre den Herrn, ja. Bitte keine Geschenke senden, Geschwister. Das Bruder, wird riskiert wieder Geschenke, alles. damit ich mir einen Kasten kaufen kann, ne? Also Leute, Bruder Geschenke. Danny, Warte ich ganz hab. kurz, Geschenke, Leute, warte Ja? ganz kurz, Geschenke, damit ich mir morgen bei Penny den Kasten kaufen kann, Leute. Mir fehlt leider das Kleingeld. Also bitte, damit ich den Kasten kaufen kann. Bruder Ja. Danny, ich habe eine Frage. Also, okay, es ist ja bekannt, es ist allgegenwärtig, dass in der amerikanischen Musikindustrie fast gefühlt jeder seine Seele Ich bin mal verkauft. kurz weg, ihr Lieben. So, was meinst du, wie sehr verbreitet ist das in der deutschen Rap- und Musikszene? Ist Alle es sind jetzt. alle, ich kann das zeigen. Ich zeig dir das nächstes Mal. Zeig dir das nicht. Ich zeig dir alle. Alle sind drin. Ja, weil kurz zu meiner Geschichte, ich war bis zu meinem 17. Lebensjahr halt Katholik, ne? Da habe ich angefangen, wirklich die Schrift zu lesen, also mir wirklich die Bibel zu nehmen, jetzt nicht dauerbestrahlt werden vom Priester. Ja. Und da habe ich gemerkt, der Katholizismus, ich drücke es mal etwas sanft aus, hat ja fast rein gar nichts mit dem Christentum zu tun, außer dass er von den Namen verwendet und ein paar Sachen aus der Bibel. Und deswegen, also. Ich habe nur eine kurze Frage, ja? Ja, bitte. Damals, wo du katholisch warst, ne? Da hast du da auch ganz normal gelebt, halt wie die Weltmenschen da draußen, nur dass du da halt religiös warst. Also, dass du halt Sonntag. Ja, man Ich hat. sag jetzt so, dass du feiern warst, dass du dann halt mit Frauen warst, so mit weltlichen Menschen, aber dass du dann halt sonntags dann halt deinen Gottesdienst gemacht hast, dich ein bisschen schick angezogen hast und dann wieder ganz normal in den Tag hineingelebt hast. Wie immer, ganz 100 normales Pro. Leben. 100 Pro. Also es war auch ganz normal, dass du dann auch 100 Pro. beleidigt hast, Ja. geflucht hast, Ja. Leute Ich war da nicht vom sind. Neuen geboren.
Ich war dann noch nicht vom Neuen geboren. Als ich mir wirklich die Schrift dann wirklich mit offenem Herzen auch angeschaut habe, da Ja. wurde ich von Offenen geboren. Ja, ich habe einen Kumpel, ne? Den habe ich das Ja. auch vor einiger Zeit gezeigt und der ist aus der Kirche da auch raus. Mittlerweile ist er auch ein wiedergeborener Christ. All die Ja. Ehre dem Herrn Jesus Christus. Und da haben auch viel die Videos von dem Amir auch dazu geholfen. Und tatsächlich finde ich auch ganz witzig, dass sich als Sheikh und Mufti ausgibt. Also da muss man auch ab und zu mal richtig herzlich Ja. lachen. Ja. Also, boah, ich würde auch so gerne einen Livestream zusammen mit Trace oder Amir gehen. Also ich wirklich bete so sehr Ja, dem kannst du Herrn, nächstes Mal weil ich würde reinkommen. mich, Komm, weil ich komm würde mich einfach. sehr, 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 sehr gerne mit denen unterhalten, weil es ist auch denen, sagen wir mal so, denen auch geschuldet, dass mir auch viel weiter die Augen geöffnet worden sind. Also ich muss ehrlich sagen, ich lief früher durch die Welt mit Scheuklappen, ne? Aber mittlerweile ist das Ja. Auge so geschult und auch durch den Heiligen Geist, dass man sagt, ey, alter Schwede, ne? Die Welt, die ich bisher kennengelernt habe und wie ich die jetzt kenne, das macht doch einem irgendwie traurig, ne? Das Gefühl, auch Kindheitserinnerungen Ja. von Serien etc. gebunden. Also manchmal trifft das auch einem hart. Ich bin ehrlich. Das kann ich, das glaube ich dir. Das Ja. glaube ich dir. Bruder Danny, ich habe noch eine weitere Frage. Sorry, dass ich mich mit solchen Fragen durchlöchere. Wie hast du dieses Wissen aufgebaut über die Freimaurerei etc. und so fort? Was sind denn dann so für Quellen, die du da benutzt? Weil ich würde mich auch da sehr gerne einlesen. Ja, als allererstes hat es angefangen, also als allererstes hat das so angefangen, dass ich mich mit dem 11. September beschäftigt habe, ne? Das war das allererste Mal, wo ich mich so mit Verschwörungstheorien richtig durcheinander, also so auseinandergesetzt habe, weil ich habe das dann so von anderen, ich dachte wirklich da, ich will jetzt nicht, weil nicht, dass ich gesperrt werde bei TikTok. Also ich dachte ehrlich, das ist so passiert und andere meinten so zu mir, das stimmt gar nicht. Und ich so, hä, wie? Und so, das ist doch passiert. Und sie so sagen, nein, das ist was, das ist ganz anders passiert. Und dann habe ich mich damit informiert und dann habe ich gemerkt, ey, hier stimmt irgendwas auf der Welt nicht. Wir werden hier angelogen. Und irgendwann habe ich dann über Disneyland geforscht, so was eigentlich, weiß ja auch da, was da also abgeht. Und ich bin immer tiefer gekommen. Und irgendwann, wo ich dann wiedergeboren wurde, da wurde mir die Brille da vor knapp 6 Jahren, da wo ich Ja, dann so kann man den das ersten beschreiben. So Vortrag, kann man es beschreiben. wo ich den ersten Vortrag von Reza geguckt habe, ne? Da wusste ich sofort, das muss ich jetzt erstmal prüfen. Wo ich das angeschaut habe, habe ich das auch geglaubt und ich habe selber geprüft und dann habe ich recherchiert, so, ne? Diese ganzen Kinder, diese ganzen Missfälle, wie viele Kinder verschwinden. Und dann habe ich immer tiefer recherchiert und alle Kinder, ne, sagen immer das Gleiche, die werden missbraucht mit Robenkapuzen, umgedrehtes Kreuz. Unfassbar. Es ist immer das Gleiche. Ich kann dir, Wahnsinn. wenn du Unfassbar. willst, ich schicke dir richtig brutale Videos, das ist auf deine eigene Verantwortung. Ich habe einen Und starken dann, Magen. ja, wenn du willst, adde mich Instagram und dann zeige ich dir mal ein paar Quellen. Dann kriegst du mal richtig heftiges. Warte, hier, ich schicke dir. Jeschua lebt, heiße ich. Hier, ich zeige dir das mal. Hier, screenshotte das und dann guck dir mal mein neues Video an. Genau, guck dir mal mein neues Video an, das ist richtig brutal, ist das Video. Warte, das habe ich hier eben als Das Notiz konnte ich leider nicht geschrieben. auf TikTok Yeshua hochladen, weil das wäre, lebt. mein Account hätten die gelöscht, aber das ist richtig brutal, Ja, das Video. eben. Oder Also. Dennis, wo ist denn jetzt Stunde des Glaubens, der Glaubens oder wie heißt Stunde der das? Wahrheit. Stunde der Hier, Wahrheit. Screenshotte das mal. Warte. Und guck dir mal Habe mein ich. letztes Video an. Mit ich kann das leider nicht zeigen, weil sonst ist das gesperrt, mein Account. Okay, habe mich gescreenshottet. Ja, ich habe mir auch mit einem Kumpel von mir erzählt, aber der auch aus dem Katholizismus auch raus ist, habe ich auch gemeinsam die Vorträge angeschaut von dem Reza, ne? Alles, wirklich A bis Z, ne? Ich fand diese Vorträge wirklich extrem, extrem unfassbar spannend. Auch die englischen Videos, ne? Aber die englischen Videos dazu, da ist auch Ja, aber das so Video, viel was ich, Wissen. das Video, was ich da jetzt hochgepostet habe, das hat was mit sehr viel roter Farbe zu tun. Also wenn du viel rote Farbe abkannst, dann ist, aber es ist, Ja. du musst dir vorstellen, ne, das ist, ich weiß nicht, ob die Stars, ob das echt ist, aber guck's einfach selber an. Ich will nicht so viel verraten, nachher werde ich hier wieder gesperrt. Ja, eben. Vor allem, man muss auch dazu sagen, dass
Je weiter man drin ist, ne, und je öfters man die Bibel liest und zu einem, sag mal so, besseren Christ wirst, dass der Herr selbst auch sein Licht da reinstrahlt, ne? Und dass der Ja. Herr selbst auch einem die Sachen noch offenbart. Ja. So. Weil Leute, seid mir nicht böse, ne? Stunde der Wahrheit, Hexenkönig, ich muss morgen arbeiten. Ich muss den Stream beenden. Ich muss auflegen. Schade, ich würde Musst du gerne morgen? nämlich noch Stunde der Wahrheit was sagen zu dem Stunde Thema. der Wahrheit, kannst du noch 2 Minuten machen? Bruder, aus 2 Minuten werden dann mehr Minuten, weil ich Versuch jetzt. mal wirklich, dich ganz, ganz kurz auszudrücken, weil ich muss morgen arbeiten. Ja, deswegen, Bruder, lass uns das doch bitte an dieser Stelle dann beenden, weil ja Perfekt, trotzdem. Dann lass dann. uns mal bitte alle für den Hexenkönig beten. Dann mach mal die Kommentare Ja. wieder an. Lass uns mal alle bitte für ihn dann beten. Du kannst ja Ja. dann ein Gebet machen, dass wir alle einmal dann für ihn beten und wirklich, dass der Herr seine Augen öffnet und dass er dann auch zur Erkenntnis kommt durch den freien Willen, den er hat. Und ja. Ja, Bruder, wir werden auf jeden Fall für ihn beten. Und wenn du weitere Fragen hast, natürlich kannst du mir privat auch nochmal schreiben oder den anderen Brüdern. Ich werde da mir die Zeit gerne nehmen. Und wie gesagt, du bist herzlich eingeladen. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Frieden, Geschwister. Und Dankeschön. vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und dir wünsche ich, Hexenkönig, Gottes Segen, denn den brauchst du. Gottes Segen, dann bete ich Ja, einmal ganz Gottes kurz, ja? Segen für dich, Ich bete Hexenkönig. einmal, ja? Mach das, ja. Ja, ich bete auch einmal laut und ja. Herr Jesus Christus, ich danke dir, mein Herr und mein Gott, für diesen wunderbaren Stream. Ich danke dir, Herr, für alles, was du gegeben und getan hast, Herr Jesus Christus. Und ich bete auch für den Hexenkönig, dass er wirklich erkennt, wer du bist und dass er auch sein Herz für dich öffnet. Darum bitte ich vom ganzen Herzen, Herr Jesus Christus. Und ich danke dir für alles, was du getan hast, Herr. Und ich danke dir, dass wir dein Wort lesen dürfen, dass du immer wieder mit Fehler, dass wir immer wieder mit Fehler zu dir kommen können, Herr. Und dass du uns so annimmst, wie wir sind, Herr. Du hast alles gegeben, Herr. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus. Und ich bitte auch vom ganzen Herzen, dass der Hexenkönig wirklich sein Herz öffnet, dass er auch wirklich mal dein Wort liest, dass er liest, wer du bist, was du getan hast. Darum bitte ich auch vom ganzen Herzen, auch für die ganzen anderen Geschwister und auch für jeden einen anderen hier, der sich noch nicht bekehrt hat, der noch dich noch nicht angenommen hat, dass er das hört und sich auch mal darüber Gedanken macht. Wer bist du eigentlich? Was passiert nach dem Tod? Wo gehe ich denn eigentlich hin? Warum lebe ich eigentlich? Gott, wenn es dich gibt, so offenbare dich mir. Und darum bitte ich jeden Einzelnen, dass jeder sein Herz öffnet, damit jeder dich wirklich kennenlernt. So, Herr Jesus Christus, ich danke dir und bete in deinen wunderbaren und heiligen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Nochmal ganz, 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 ganz kurz, Hexenkönig. Ne? Also ich denke nicht, dass du jetzt aus Zufall hier bist, denn Gott nutzt alles. Wenn Gott dir eine Botschaft ausrichten möchte, der nutzt alle Wege, egal ob es ein TikTok-Livestream ist, eine Nachricht oder ein Arbeitskollege etc. So, wenn Gott dich erreichen möchte und er ist allmächtig, er schafft es, egal durch welchen Weg. So. Deswegen will ich dich bitten, heute Abend nach dem Stream, geh auf deine Knie und bitte dem Herrn, dass er sich dir zeigt. Er wird sich dir offenbaren, so wie er sich mir offenbart hat, nachdem ich den Katholizismus auch verlassen habe. Und Maxwell, also ich sehe gerade, Maxwell hat gerade geschrieben, also ich möchte das nicht aussprechen, Ave Satanas, Gott vergib mir dafür, dass ich das ausgesprochen habe. Ich werde auch für dich beten. So, denn der Teufel, der möchte euch nur in die Hölle mitnehmen. Genau. Genau. Na gut, Geschwister, danke, Hexenkönig, du bist herzlich immer eingeladen. Nehmt gerne an die Ja. Einladung, wie ich Zeit habe. Alles gut, keiner zwingt dich, wie du Zeit hast. Wenn du kommst, kommst du, wenn nicht, dann nicht. Aber wenn du was auf dem Herzen hast und Fragen hast, kannst du immer kommen. Ja, sonst wünsche ich dir auch Gottes Segen Danke. und ja, danke, dass du überhaupt hier drin warst, dass du überhaupt zugehört hast, ne? Überhaupt, das ist ein Segen, dass du überhaupt das zugehört hast, dass du auch dir vielleicht, ich weiß nicht, der darüber auch Gedanken machst, ne? Du hast ja auch immer noch den freien Willen, du kannst ja auch selber entscheiden. Und ich kann dir wirklich sagen, aus Liebe, glaub es mir, und jeder kann das hier bestätigen, der Herr Jesus liebt dich wahrhaftig. Amen, Und jeder hat hier Amen. ein Zeugnis, jeder, ich könnte jetzt 1000 Christen hier reinholen und sie erzählen immer wieder das Gleiche. Der Herr Jesus hat mich verändert. Ich rede wirklich, Amen, Hexenkönig, von wahren, Amen. ich rede von wahren Christen, von wahren Wiedergeborenen, die auch eine
Liebe haben. Und glaub mir, Hexenkönig, jeder Bruder, der wirklich von neu geboren ist, der sieht dich höher als sich selber. Der liebt dich vom ganzen Herzen. Amen. Amen. Genau. Also Bruder Danny, ich auch Gottes Segen, Hexenkönig. Bruder Was? Danny, mein Ja. Kumpel, der auch mit mir ausgetreten ist. Also der guckt auch gerade beim Stream zu und Ja. hat auf dein Instagram-Profil die Videos sich angeschaut, ne? Und er meinte, der hätte fast sich übergeben müssen bei Übergeben. den Videos, weil das sind einfach unmenschliche. Das, was ich neu gepostet habe, ne? Das sind Hat er wirklich das geschrieben? unmenschliche. Oder ich hatte das gerade hier reingeschrieben. Nee, der hat mir gerade das auf WhatsApp geschrieben. Ja, die Videos sind brutal, ne? Ich sag dir, das ist noch harmlos, was ich gepostet habe. Ich kann nicht so heftige Sachen posten, weil Ja, sonst denkst eben, du an. die TikTok-Polizei, ja. Nein, Insta ist da, was das angeht. Ich bin Ja, aber dafür. für die anderen. Es gibt Leute, die haben einfach nicht so starke Nerven und deswegen, man darf nicht über die Gürtellinie gehen. Okay. Gute Nacht, Gottes Segen, guck es dir an und dann Gute schreib mir Nacht, doch mal, wie du gesegnete das. Nacht. Schreib mir mal gleich auf Instagram, wie du das Video findest. Ja, mach ich. Gottes Segen dann. Bis dann. Gottes Segen. Guten Ciao, Abend. ciao. Ciao, ciao.